Es ist mal wieder Mittwoch und was heißt das momentan? Ja, es ist The Acolyte-Zeit. Und nach dieser, naja, nennen wir es mal nicht so guten dritten Folge, war ich gespaltener Meinung für das weitere Vorgehen der Serie. Nichtsdestotrotz habe ich mich heute wieder hingesetzt, habe mir die Folge angeguckt und ich war ein wenig überrascht, aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen enttäuscht. Ich denke, das hier gibt gar kein langes Video, deswegen starte ich direkt rein und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, warum kurze Folge? Zum einen würde ich das Video heute noch gerne, also dann den Tag am Mittwoch, wo ich es halt auch geguckt habe, hochladen. Und zum anderen muss ich sagen, gibt es in dieser Folge nicht so viel zu sagen, da sie, naja, die kürzeste Folge bis jetzt war. Und es war gar nicht mal so schlimm. An der Stelle ist erstmal eine fette Spoilerwarnung ausgedrückt. Und vor allem möchte ich hier an der Stelle nochmal erwähnen, ich bewerte Stand jetzt nur die einzelnen Folgen. Und ich werde auch, wenn gute Folgen kommen, diese Folgen gut bewerten. Ich will diese Serie nicht grundlos haten. Ich gehe objektiv, nach meiner Meinung halt, an die Sache dran und werde das sagen, was ich für schlecht und was ich für gut empfinde. Am Ende der Serie werde ich auch die ganze Serie bewerten und dann wird das sich alles summieren und dann auf ein Ergebnis hinauslaufen. Genug um den heißen Brei rumgeredet, starten wir doch mal rein. Diese Folge setzt quasi da an, wo Folge 2 aufgehört hat. Osha ist immer noch mehr oder weniger, hat gerade erfahren, dass May am Leben ist. Der Jedi-Orden möchte May suchen und möchte halt gucken, was da mit ihrem Meister ist, warum sie so trainiert ist und dass dieser ganze Plot geht halt voran. Wir bekommen nochmal den Jedi-Tempel auf Coruscant gezeigt und da muss ich sagen, der ist nach wie vor ganz schick designt. Ich finde diese Akademie bzw. halt diesen Raum, wo die Jedi-Padawane trainieren, finde ich ganz nice. Und auch die Art und Weise, sowohl mit Soul in der ersten oder zweiten Folge, als auch jetzt in dieser Folge, wie die da am Trainieren sind, ist eigentlich ganz cool gestaltet und erinnert halt auch wirklich meiner Meinung nach voll an OG-Star-Wars-Filme, so vom Feeling her, so Clone-Wars-Zeiten auch noch dabei. Gleichzeitig switchen wir immer zwischen May und Oshas Sicht. Mehr oder weniger haben beide das gleiche Ziel am Ende. Sie wollen auf einen Planeten, dessen Namen ich vergessen habe, zu dem Wookiee-Jedi-Meister Kel'Naka und, naja, May will ihn töten, Osha will versuchen, May zu überzeugen, dass sie doch nicht so böse sein sollte. Während diesen ganzen Switches der beiden Sichten erfahren wir, dass May und ihr komischer Kumpane irgendwie halt weiter über die Prüfungen reden, die ihr Meister ihnen zeigt und warum zum Beispiel ohne Waffe und was das alles damit sich auf sich hat. Und man merkt im Endeffekt, dass bei May irgendwie ein bisschen was im Kopf am Rattern ist, seitdem sie Osha begegnet ist. Osha wird nach wie vor, finde ich, einfach von den jetzigen Jedis wirklich komplett klein gehalten und ich finde halt nach wie vor dieser eine, ich kenne seinen Namen gerade nicht, der mit den Thomas Frisur. No hate an der Stelle. Aber den Typen, den finde ich so maximal unsympathisch. Auf jeden Fall großartig viel in dem ersten, naja, 80% dieser Serie oder dieser Folge passiert eigentlich meiner Meinung nach nichts Großartiges. Wir sehen quasi schöne Wälder, wir sehen schöne Szenerien, wir sehen ein paar komische Kakerlaken, Kellerassel, fliegenden Viecher, kurz mal angeteast. Ich gehe stark davon aus, das wird Teil der nächsten Folge sein, weil da halt noch mehr hing als diese eine. Und naja, im Endeffekt ist diese Folge wirklich nur einfach ein Nebenherlaufen von May und Oshas Sichten, wie sie zum Planeten kommen, auf dem Kel'Naka ist und dann zu Kel'Naka gehen. Bis dahin ist die Folge einfach durchschnittlich. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach, es passiert einfach was. Zwei krasse Sachen, wo die Star Wars Community wahrscheinlich schon ein wenig gehypt war, aber aus meiner Sicht die Frage sich stellt, warum so relevant oder so wichtig kann man es jetzt eigentlich nicht betiteln. Und zwar bekommen wir mehr oder weniger zwei Cameos, wobei eins eher sinnvoller ist als das andere. Und zwar bekommen wir einen Charakter gezeigt, nur gezeigt, nicht namentlich erwähnt, deswegen keine Bestätigung, aber der Verdacht ist sehr groß. Und zwar ist das der gute Ki-Adi-Mundi. Ja, anscheinend lebt dem seine Spezies gut lang. So wie ich das jetzt erfahren habe, habe ich mich nie mit dem seiner Spezies auseinandergesetzt. Ich mochte den Typen nie so hundertprozentig, aber gut, das ist jedem selber überlassen. Plus, wir bekommen einen Jedi-Ritter, Jedi-Meister, der ziemlich starke Ähnlichkeiten zu Plo Koon hat. Hier muss man natürlich sagen, es ist auch optisch einfach nur eine andere Rasse. Deswegen kann es sein, dass er es ist. Es kann auch sein, dass er es nicht ist. Finde ich ein gutes kleines Easter Egg. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber da es auch nicht wirklich so einem ins Gesicht gehalten wurde, so von wegen hier akzeptiere, dass wir ihn jetzt hier reinsetzen, sondern einfach so, es ist einfach ein Jedi-Meister oder ein Jedi-Ritter, der einfach an einer Besprechung teilnimmt. Es ist nichts namentlich erwähnt, es ist nichts irgendwie perfekt nachgewiesen, es ist einfach, er ist da. Das ist nichts, was einem quasi auf dem Silbertablett serviert wird, aber es macht das Worldbuilding rund um Star Wars ganz gut angenehm und passt hier jetzt auch in die Serie. Wie gesagt, Alter wusste ich jetzt nicht, dass die Dinger, also dass seine Spezies so alt werden kann. Gut, das ist einfach mein Unwissen gewesen. So, neben diesen zwei Auftritten, in Klammern ein Auftritt, hat die Folge, wie gesagt, nichts Großartiges. Aber die letzten, wahrscheinlich, Pi mal Daumen, 3, 4, 5 Minuten vielleicht, sehen wir, wie der Fährtenleser von den Jedi, dessen Namen ich vergessen habe, der aber eigentlich ganz
niedlich war, findet May. Sie alle laufen dahin. May geht in die Bude von Kelnaka, will ihn quasi herausfordern. Geht um Kelnaka rum. Meanwhile, alle Jedis haben sich versammelt, inklusive Osha, vor dieser Hütte und sagen, hier, komm raus. Osha geht, wie gesagt, um Kelnaka rum und sieht eine klaffende und vor allem frische Wunde quer über seinen Bauch, quer über seine Brust, und zwar eine Lichtschwert. Naja, Wunde. Was ich hier in dieser Szene super scheiße finde, wieso schon wieder einen so potenziell guten Charakter gewastet. Wir hatten es mit Trinity in der ersten Folge. Ich weiß, sie heißt nicht Trinity, aber ich werde sie weiterhin so nennen. Und wir haben es jetzt mit Kelnaka in dieser Folge. Der andere schwebende Dude mit dem Bart, den kann man mal außen vor lassen, finde ich. Ist gewiss ein interessanter Charakter und vielleicht potenziell auch potenziell da gewesen. Aber gerade bei Trinity und bei Kelnaka muss ich sagen, das waren jetzt Charaktere, von denen ich eigentlich erwartet habe, dass sie bis zum Ende leben. Pustekuchen. Auf jeden Fall, May realisiert und sagt auch quasi, yo, der, mein Meister, der böse, ist hier. Was man an der Stelle erwähnen muss, May hat sich inzwischen auch gegen ihren komischen Kumpel da quasi gewehrt und hat gesagt, hier, ich bin doch nicht mehr hier auf der Seite von unserem Meister. Ich werde zwar Kelnaka töten, aber dann werde ich mich in Jedi stellen. Das, was ich quasi schon in der ersten Folge irgendwie angeteased habe, beziehungsweise gesagt habe, das wird wahrscheinlich passieren, dass May sagt, okay, ich werde mich doch stellen, das ist alles scheiße, was ich hier mache, und vielleicht Osha auch mal kurz auf die andere Seite switcht. Auf jeden Fall, wir merken, wie die Stimmung hochkocht und die Jedi, wie gesagt, stehen quasi ums Haus. 3-4 Meter hinter ihnen steht Osha und dann sehen wir, wie Soul etwas spürt. Er dreht sich um und hinter Osha schwebt leise, lautlos und ja, vielleicht nicht so hundertprozentig Töfte animiert, aber es ist okay gewesen, sagen wir es mal so, eine schwarze Gestalt zu Boden. Diese kommt immer näher und wir erkennen, ja, das ist unser vermeintlicher Sith-Meister, den wir hier in dieser Serie verfolgen werden. Und zu dem Outfit muss ich erstmal was sagen. Ich liebe Sith. Alles, was mit Sith zu tun hat, ich liebe es. Ich bin schon immer The Dark Side gewesen in Bezug auf Star Wars. Habe ich immer mehr gemocht als die helle Seite. Und hier muss man sagen, ich finde dem sein Design cool. Die Robe, dann jetzt hat man noch nicht so richtig krass viel gesehen, aber die ist einfach nur so eine hängende Robe. Ich finde es immer besser, wenn da so ein bisschen rüstungmäßig dran ist. Ist jetzt kleinkarierte Sachen, die ich persönlich jetzt einfach nur empfinde. Aber seine Maske gefällt mir mega. Es ist eine schlichte Maske. Es ist im Prinzip wie ein stinknormaler Helm mit einer Gesichtsmaske. Aber die Abbildung des vermeintlichen Mundes, ich würde es jetzt einfach mal als das titulieren, ist einfach geil. Denn wir haben hier quasi ein riesiges, breites Grinsen, was quasi hervorkommt. Es muss oder soll nicht vielleicht den Mund darstellen, aber ich gucke mir diesen Helm an oder diese Maske und denke immer an diese komischen Riesenmänner mit riesigen Mündern und keinen Augen. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein Bild eingeblendet haben. Das erinnert mich so hart daran. Und da das ein leichtes Grinsen darstellt, finde ich, ist dieser Charakter jetzt schon, ohne irgendwas großartig von ihm gesehen zu haben, schon ein interessanter Dude, weil Maske mit Masken steht und fällt so ein Bösewicht in meinen Augen tatsächlich stark. Naja, er tritt auf jeden Fall näher an Osha ran und potenziell ist hier die Möglichkeit der Verwechslung zwischen May und Osha von einer Seite, was ich aber nicht glaube, da er ein machtsensitives Wesen ist, würde ich eher glauben, dass er in Osha eine bessere Schülerin sieht als in May. Das, was ich vielleicht schon predicted habe, ne? Sehen wir ja später. Auf jeden Fall aktiviert er sein Lichtschwert. Die rote Klinge kommt. Der Sound ist so unfassbar laut gewesen. Ich habe mich wirklich erschreckt. Also ein kleiner Jumpscare war hier vorhanden. Und wir sehen, wie geil alle Jedi in dieser Reihe ihre Lichtschwerter rausholen und sich quasi bereit machen. Soul sagt, yo, Osha, piss dich, hau ab. Und unser Sith, wie gesagt, vermeintlicher Sith, offiziell bestätigt, ist es wahrscheinlich, glaube ich, immer noch nicht so ganz. Aber es ist auf jeden Fall ein böser, machtsensitiver Mensch. Der schnipst mit einer kleinen Handbewegung Osha kurz mal ins Gebüsch. Alle Jedi stürmen auf ihn los. Und dann kommt das, was ich in meinen Augen mit der Macht der dunklen Seite verbinde. Ist nicht dieses kleine Machtgeschubse wie in Folge 3. Es ist ein Machtschub, der den Boden rausreißt. Und ich muss sagen, ich hatte Gänsehaut bei dieser Szene. Und dann ist die Folge zu Ende. Und ich saß hier und dachte mir gerade wirklich, fuck you. Ja, Cliffhanger in der Serie ist ganz natürlich, wird gemacht, damit man halt Bock hat, die nächste Folge zu sehen. Aber das hier war schon asozial. Mein blöder Verdacht und meine blöde Vermutung ist, dass wir nächste Folge nicht da anknüpfen. Ich denke, wir werden einen anderen Abschnitt erstmal sehen und dann Mitte der Folge werden wir wieder an diesen Punkt kommen. Mein Verdacht, also muss nicht so sein, aber könnte gut möglich sein. Und ja, was soll ich sagen? Also 80% der Folge waren, naja, okay, durchschnittlich, vielleicht auch teilweise langweilig. Das Ende war einfach nur bombastisch. Macht das jetzt dadurch die Serie direkt schon jetzt krass viel besser? Nein, es ist ja nur ein kleiner Punkt in einem großen Gesamtbild. Wenn sie dieses Potenzial, dieses bösen, machtsensitiven, vermeintlichen Sith nutzen und das jetzt damit die restlichen 4 Folgen, denn wir sind schon an der Mitte der Serie angekommen, wenn sie das nutzen und geil aufbauen könnte, die Betonung liegt auf könnte, die Serie zum Ende hin doch noch spannend werden. Das, was ich auch schon in meinem ersten Video gesagt habe oder auch in meinem zweiten Video. Wenn das Potenzial genutzt wird, dann ist diese Serie gewiss gut. Aber wenn es schlecht umgeht,
umgesetzt wird, dann ist sie halt nicht so gut. Viele Leute denken jetzt schon, dass unter dieser Maske vermutlich die Mutter von Osha und May ist. Wenn das der Fall sein sollte, wirklich, dann esse ich live on camera einen Besen mit Salz und Pfeffer, vielleicht auch ein bisschen Knoblauchpulver noch dabei. Aber wenn das der Fall sein sollte, das wäre in meinen Augen lazy writing. Und ich die Frage, ob das dieser komische Kumpane von May ist, die ist immer noch offen und die macht am meisten Sinn in meinen Augen. Das werden wir aber alles erfahren. Und ich hoffe einfach, sie machen nicht hier diese komische Hexenmutter da rein, sondern irgendwie ein neues, irgendwie ein frisches, jemanden, der Charakter hat und den man vielleicht auch in weiteren Projekten in dieser Ära einsetzen kann. Einfach jemand neuen, jemand guten, jemand frischen, jemand, den man nicht erwartet vielleicht auch einfach. Grundlegend, was würde ich dieser Folge für eine Punktzahl geben? Von 10 Punkten würde ich hier vielleicht, ja, ich würde 5 bis 6 Punkte geben, weil man muss sagen, wie gesagt, der Großteil der Folge ist nicht so heftig, muss es ja auch nicht sein, aber eher so Richtung, okay, ich lehne mich zurück, esse mir ein paar Chips währenddessen quasi rein und höre nur so auf dem halben Ohr mit. Das Ende war bombastisch gut, einfach nur episch, weil Sith immer gut dastehen, sage ich mal, on camera. Aber das macht die Folge jetzt im Großen und Ganzen nicht unbedingt viel besser. Besser als Folge 3? Definitiv. Fakt, da glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber jetzt seid ihr gefragt, wie fandet ihr die Folge? Ist das für euch nochmal ein kleiner Hoffnungsschimmer, den vielleicht manche Star Wars Fans hier bekommen? Oder sagt ihr, nee, das Folge 3 oder allgemein dieses Projekt, diese Ära, diese Umsetzung, macht es mir nicht leichter, diese Serie zu verfolgen. Schreibt eure ehrliche Meinung liebend gerne in die Kommentare. Und eine Sache ist hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Jeder hat seine Meinung und das muss und sollte man auch einfach akzeptieren. Wenn ich sage, die Serie ist scheiße und du sagst, die Serie ist geil, haben wir beide nicht Unrecht. Wir haben einfach nur eine andere Meinung. So, und wenn ihr jetzt Bock habt, könnt ihr hier gerne die Review zu den ersten 2 Folgen auschecken und hier dann die Review zu Folge 3. Ja, da flame ich ein bisschen über Folge 3, aber ich glaube, das können viele Star Wars Fans relaten. Und wenn euch diese Videos dann gefallen haben, dann checkt gerne den Kanal aus. Vielleicht bleibt ihr hier. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es hoffentlich nicht geworden ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.